Die Farbe wird immer wieder mit Wasser leicht verdünnt. Der Pinsel muss stets mit Farbe satt gefüllt sein, damit er genug Reserve für lange Striche hat, nicht klebt und den Strichverlauf nicht bremst. Es ist sehr wichtig, dass die zeichnende Hand sich auf dem Papier abstützt. Sie darf sich nicht frei bewegen, sonst kann sie den Druck auf dem Pinsel nicht kontrolliert modulieren. Der Pinsel bewegt sich immer im rechten Winkel zum Strich. Je feiner der Strich, desto steiler wird der Pinsel gehalten. Nach einigen Linien können verschiedene Körperteile wie Kopf, Arme oder Rumpf geübt werden.